Liebe Studieninteressierte, herzlich willkommen zum Hochschulinformationstag Uni Live. Mein Name ist Alexander Lasch und ich habe heute die große Freude, Ihnen das Studium an der Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Technischen Universität Dresden vorstellen zu dürfen. Und da ich gar nicht so viel Zeit habe für dieses Video, gehe ich direkt in Medias Res und möchte Sie nur darauf hinweisen, dass die Slides zu dieser ganz kurzen Videopräsentation in der Beschreibung unter dem Video für Sie hinterlegt sind und zum anderen unter der angegebenen Adresse frei für Sie erreichbar und verfügbar ist. Ich bin nicht nur Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte, sondern auch Studiendekan der Fakultät SLK und insofern darf ich Ihnen heute ganz kurze Eckpunkte erstens zur Einbettung der Fakultät an der TU Dresden vorstellen und zum anderen die Studiengänge, für die Sie sich an unserer Fakultät entscheiden können. Auf der Folie sehen Sie noch ganz unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten. Wenn Sie Fragen haben, sich für spezifische Details interessieren, scheuen Sie sich bitte nicht, auf mich zuzukommen. Und auch unser Team der Fakultät für die Information am Hochschulinformationstag steht für Ihre Fragen sehr, sehr gerne zur Verfügung. Alle Adressen zur Fakultät habe ich Ihnen auch mit angegeben. Wir haben noch keinen eigenen Twitter-Kanal, noch keinen eigenen Instagram-Kanal. Allerdings ist das Team der Öffentlichkeitsarbeit des Bereichs GSW gut aufgestellt, sodass Sie hier alle Informationen über diesen Kanal erhalten können. Zur TU Dresden vielleicht ganz kurz. Die TU Dresden feiert 2028 ihr 200-jähriges Bestehen und ist aus einer technischen Bildungsanstalt herausgegangen und 1991 bis 1994 zu einer Volluniversität ausgebaut worden, ist seit 2012 eine der Exzellenzuniversitäten Deutschlands. Insgesamt studieren ca. 30.000 Studierende an der TU Dresden. Und es arbeiten insgesamt 8.000 hauptamtliche Beschäftigte hier. Also das ist eine sehr große Universität für die Stadt Dresden, wenn man sich das im Vergleich zur Gesamtbevölkerungszahl anschaut. Und ihre Fakultäten verteilen sich auf insgesamt fünf Bereiche. Den Bereich, der Sie interessieren wird, hatte ich bereits genannt. Das ist der Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften. Und daneben haben wir noch vier andere Bereiche, in die sich die anderen Fakultäten aufteilen. Und das sind Strukturen, in denen eine gemeinsame Zusammenarbeit und Entwicklung von Forschung und Lehre besser möglich ist als in einzelnen Fakultäten. Und es ist eine der Exzellenzmaßnahmen für die TU Dresden. Dem Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften zugeordnet ist die Profillinie Kultur und gesellschaftlicher Wandel. Und das deutet schon ein wenig an, wie die fachliche Ausrichtung der Studiengänge ist, die Sie hier in Dresden studieren können und zeigt auch, dass die geisteswissenschaftlichen Fächer, also der philosophischen Fakultät wie Geschichte oder Theologie oder Soziologie, sehr, sehr eng mit den Fächern der Sprachliteratur und Kulturwissenschaften verbunden sind, sodass Sie diese auch sehr gut in unseren aktualisierten neuen Studienordnungen gemeinsam studieren können. Wenn wir auf die Verteilung der Studierenden nach den Bereichen schauen, sehen Sie, dass der Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften einer der drei großen Bereiche ist an der TU Dresden neben Bau und Umwelt und den Ingenieurwissenschaften. Die anderen Bereiche sind etwas kleiner. Allerdings werden Sie davon im Studienalltag nicht so viel mitbekommen. Viel interessanter ist für Sie tatsächlich der Aufbau der Studierendenschaft am Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Wie Sie sehen, ist die Zahl der Lehramtsstudiengänge oder der Lehramtsstudierenden sehr, sehr hoch. Und diese verteilen sich auch auf die anderen Fakultäten. Also sie studieren Deutsch, werden aber natürlich als Lehramtsstudierende gezählt. In den Fachstudiengängen ist die philosophische Fakultät die größte im Bereich. Daneben sind die beiden kleineren der Erziehungswissenschaften und der Sprach- und Naturwissenschaften zu nennen. Und wir arbeiten auf diesem Bereich nicht nur für die Lehramtsausbildung, sondern auch in den Fachstudiengängen sehr, sehr eng und sehr, sehr gut miteinander, mit auch aufeinander abgestimmten Studienordnungen. Das würde ich Ihnen aber noch im Detail vorstellen. Schauen wir auf die Fakultät Sprach, Literatur und Kulturwissenschaften. Was erwartet Sie, wenn Sie das Studium hier an der TU Dresden aufnehmen? Vielleicht ganz kurz,
An der Fakultät SLK haben wir fünf Institute: Anglistik und Amerikanistik, Germanistik und Medienkulturen, die klassische Philologie, die Romanistik und die Slawistik. Und Sie können schwerpunktmäßig in diesen Bereichen studieren, also zum Beispiel Germanistik oder Anglistik, Italienistik oder Französistik. Sie können sich mit dem Lateinischen beschäftigen oder Sie können eine der slawischen Sprachen als Schwerpunkt für Ihr erstes oder zweites Studienfach wählen, dazu komme ich noch, oder schwerpunktmäßig auf diese Fächer studieren in angepassten Masterstudiengängen, die entweder eher literatur- und kulturwissenschaftlich oder eher sprachwissenschaftlich ausgerichtet sind. Und neben dieser Institutsstruktur haben wir natürlich auch eine Fakultätsstruktur und ein Dekanat. Und wir arbeiten eng mit unserer Schwesterfakultät, der Philosophischen Fakultät, zusammen. Und hier ist das Fächerspektrum etwas breiter, denn hier sitzen nicht nur die Theologien, sondern auch die Geschichte, das internationale Recht, Geisteseigentum und Technikrecht, die Kommunikationswissenschaft, die Philosophie, die Politikwissenschaft und die Soziologie. Unsere Anstrengung war es, dass wir in den letzten Jahren die Studienmöglichkeiten für Sie so optimal gestaltet haben, dass Sie zwei Fächer gleichwertig studieren können aus dem Fächerkatalog der Sprachliteratur und Kulturwissenschaften und der Philosophischen Fakultät. Und wenn Sie zum Wintersemester 2023, 2024 starten, dann werden Sie in den Genuss kommen dieser engen Verzahnung von Studiengängen zwischen diesen beiden Fakultäten. Was oder wie dürfen Sie sich das Studium vorstellen? Zunächst interessieren Sie sich natürlich für ein Fach. Also das heißt, dass Sie zum Beispiel Germanistik im ersten Hauptfach und Geschichte im zweiten Hauptfach studieren. Aber ein Studium ist sehr viel mehr als nur das Erlernen oder das Anhäufen von Wissensbeständen, sondern Sie sollten idealerweise zwei Dinge lernen. Erstens, was muss ich wissen, um ein guter Germanist oder eine gute Germanistin zu sein? Und zum Zweiten, wie kann ich dieses Wissen organisieren und welche Ordnungssysteme liegen in den jeweiligen Fachkulturen? Denn nicht alles können Sie wissen und Sie können auch nicht alles lesen, dafür wird Ihr Studium nicht ausreichen. Sie sollten aber wissen, wie Sie sich dieses Wissen organisieren, welche Hilfsmöglichkeiten Sie in diesem Bereich haben. Das sind zwei ganz zentrale Aspekte im Studium. Das nächste ist, dass wir für Sie, und hier geben wir unser Bestes, Forschung und Lehre miteinander verzahnen. Sie dürfen also damit rechnen, dass Sie nicht ein verschultes Curriculum erwartet, das mehr oder weniger sich nur alle 5 bis 10 Jahre ändert, sondern Sie dürfen erwarten, dass vor allen Dingen die thematischen Seminare ab dem zweiten Studienjahr aktuelle Forschung für Sie als Studierende mit erlebbar machen und Sie so in Kontakt bringen zu aktuellen Fragestellungen, die in der Wissenschaft im Moment diskutiert werden. Und das können gesellschaftliche relevante Themen sein, es können neuere Entwicklungen sein im Bereich der zum Beispiel quantitativen Analyse von Sprache. Es können neue Zugänge sein in andere Medienbereiche, also sowas wie Film und die Linguistik wird sich jetzt zum Beispiel darauf einrichten müssen, dass sie sich irgendwann zu Bild und Musik und Klang verhält. Und diese Aspekte dürfen Sie in der thematischen Ausmodellierung Ihres Studiums erwarten. Im ersten Studienjahr sind natürlich Einführungskurse obligatorisch, die Ihnen die zentralen Wissensbestände der Fachbereiche, meist getrennt zwischen Literatur und Sprachwissenschaften, erbringen. Einen ganz zentralen Einschlag in den letzten Jahren hat die digitale Transformation auch in der Hochschullehre hinterlassen. Und wir möchten Sie sehr gerne in Ihren Fach- und Lehramtsstudiengängen darauf vorbereiten, mit entsprechenden Tools zu arbeiten, sich kritisch zu verhalten zu dem Einsatz spezifischer Techniken. Im Moment ist zum Beispiel in aller Munde ChatGPT, die frei verfügbare Chat-Umgebung, die KI-gestützt Ihnen
Möglichkeiten für Textproduktion, Rezeption und vor allen Dingen für Skripterstellungen und so weiter zur Verfügung stellt. Und diese neueren Entwicklungen nicht nur zu nutzen, sondern auch sich kritisch dazu zu verhalten, Möglichkeiten und Grenzen aufzudecken und die eigene Arbeit daran anzupassen. Das ist mittlerweile auch ein wichtiger Baustein im Studium für Sie, um Sie vorzubereiten auf Ihre spätere Tätigkeit und auch nicht nur auf die Masterstudiengänge vorzubereiten, zu denen ich gleich noch komme, sondern möglicherweise auch auf den Bereich Studiengang Digital Humanities, in dem Sie solche Fähigkeiten besitzen sollten. Aber im Hintergrund, und das ist ganz zentral, und das ist eigentlich unsere Basis, sind die wichtigsten Säulen der Arbeit in Forschung und Lehre hier an der Fakultät SLK, ist die philologische Basis, die internationale Ausrichtung von Lehre und Forschung sowie unser kulturwissenschaftliches Profil. Das bedeutet, Sie sind zunächst erstmal, um aus meinem Fachbereich zu sprechen, gute GermanistInnen, wenn Sie das Studium absolvieren. Und Sie können Fragestellungen adressieren, die über die Literaturwissenschaft oder Sprachwissenschaft hinausreichen und zum Beispiel auch in historische oder kommunikationswissenschaftliche Fragestellungen gehen. Wenn Sie sich für ein internationales Studium organisieren, bieten wir Ihnen an der Fakultät SLK zahlreiche Möglichkeiten, im Ausland studieren, Auslandsaufenthalte vorzubereiten. Ich gehe die einzelnen Partneruniversitäten der TU Dresden jetzt hier nicht durch. Sie sehen aber, dass Sie sich weit verbreitet und weit verstreut international vernetzen können und seien herzlich dazu eingeladen. Kommen wir aber zu dem Kernstück, den Studiengängen an der Fakultät SLK. Und die würde ich Ihnen jetzt im Detail gerne vorstellen wollen. Und zwar sowohl die Bachelor- als auch die Masterstudiengänge, die Lehramtsstudiengänge würde ich jetzt hier an der Stelle gerne aussparen. Dafür gibt es die Vorstellungsmöglichkeiten durch das ZLSB, in denen Ihnen hier die einzelnen Lehramtsstudiengänge genau vorgestellt werden kann. Das Allerwichtigste für Sie am Hochschulinformationstag ist der Kontakt zu den Studienfachberaterinnen hier an der Fakultät SLK. Und Sie sehen schon, deswegen habe ich das aufgenommen. Wir haben überall und in allen Instituten und für die fakultätsweiten Masterstudiengänge Fachstudienberatungen, und zwar sowohl immer für das Lehramt als auch für die Fachstudiengänge. Und ich habe Ihnen auf der Präsentation jetzt hier nicht einzelne Namen notiert, sondern möchte Sie direkt auf die Seite verweisen, der die einzelnen Studienfachberaterinnen für Sie aufgelistet sind, damit Sie zu Ihnen direkt Kontakt aufnehmen können und Ihre Fragen loswerden. Sobald Sie Fragen zum Studium haben, zur Studieneingangsphase, zu bestimmten Studienaufbau, zu Prüfungsleistungen, zu Praktika, zu Auslandsaufenthalten, bitte wenden Sie sich immer sofort und zuerst an die Studienfachberaterinnen an unserer Fakultät. Sie können Ihnen kompetent Auskunft geben. Zum Bachelorstudiengang Sprachliteratur und Kulturwissenschaften. Ich hatte schon ganz kurz skizziert, welche Fächer Sie tatsächlich studieren können, also Germanistik, Anglistik, Amerikanistik, Slawistik, Romanistik und hier die Italienistik und Französistik. Und Sie studieren zu gleichen Teilen Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaft. Ein Auslandsaufenthalt ist vor allen Dingen dann obligatorisch, wenn Sie in einer der fremdsprachlichen Philologien studieren. Praktika sind mit eingedacht und die Sprachausbildung natürlich auch. Und wir unterscheiden zwischen dem ersten und dem zweiten Hauptfach. Es gibt in dem Sinne keine Nebenfächer, sondern Sie studieren hier zwei gleichberechtigte Fächer nebeneinander, die ebenfalls auch aus der philosophischen Fakultät kommen können, sodass Sie sich im Bereich der Geisteswissenschaften breit ausbilden können. Sie sehen, die beiden Fächer sind beinahe punktgleich. Daneben gibt es noch einen sogenannten allgemeinen Qualifikationsbereich, in dem Sie zahlreiche Angebote wählen können, um Ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in bestimmten Bereichen auszubauen. Hier geht es über Mentoring, Tutoring-Programme bis hin dazu, dass Sie als AssistenzlehrerInnen
in zum Beispiel fremdsprachlichen Zusammenhang arbeiten können oder eben auch bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten im Bereich der digitalen Transformation, digitalen Geisteswissenschaften sich aneignen, um ihr Studium abzurunden, und sie schließen das Studium ab, idealerweise nach 6 Semestern, mit der sogenannten Bachelorarbeit, und die steht dann am Schluss ihres Bachelorstudiums und berechtigt sie zur Aufnahme eines Masterstudiums, von dem wir ebenfalls zwei plus den Bereichsmasterstudium in Digital Humanities hier in Dresden anbieten. Weitere Informationen, und das ist ganz wichtig, finden Sie unter dem Studieninformationssystem SINS. Wenn Sie Fragen haben zur Studienordnung, zu den möglichen Fachkombinationen, sind nicht nur die AnsprechpartnerInnen hier auf dem Hochschulinformationstag für Sie adäquate GesprächspartnerInnen, sondern Sie können sich auch vorinformieren unter dem angegebenen Link im Studieninformationssystem. Vielleicht hier mal so eine ganz kurze Orientierung. Das heißt, wir haben den Bachelor nach 3 Jahren aufgebaut. Das erste ist die Basis, das zweite die Vertiefung und das dritte der Ausbau. Und danach teilen Sie auch diese 3 Studienjahre ein. Und dieser Aufbau ist vergleichbar zwischen der Fakultät SLK und der Philosophischen Fakultät. Gehen wir weiter den Masterstudiengängen, und ich möchte beginnen mit dem Masterstudiengang Euros. Masterstudiengang Europäische Sprachen ist ein sprachwissenschaftlicher Studiengang, der 2 Tracks anbietet, und zwar auf der einen Seite Sprachenvielfalt und auf der anderen Seite Sprachtheorie. Hier können Sie wählen, je nach Interesse, ob Sie es eher ihre fremdsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten vertiefen wollen oder sich eher mit linguistischer Theoriebildung auseinandersetzen und die Fremdsprachenausbildung eher an zweite Stelle rücken. Das ist eine Möglichkeit, sich zu spezialisieren und entsprechende Vorlieben in einem Studiengang auszubauen. Und Ihnen stehen hier alle Fächer offen, die die Fakultät SLK zu bieten hat. Und der Masterstudiengang wird von allen Sprachwissenschaften der Fakultät betreut. Allerdings können Sie einen Schwerpunkt setzen, und das liegt ganz in Ihrer Wahl. Das zeige ich Ihnen allerdings gleich. Und diese fächerspezifische Schwerpunktsetzung, die Sie nach Anglistik, Amerikanistik, Romanistik, Slawistik, klassische Germanistik und Deutsch als Fremd- und Zweitsprache wählen können, wird dann auch auf Ihrem Abschlusszeugnis ausgewiesen, sodass Sie dann einen Master Europäische Sprachen in Germanistik haben oder in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Das ist insofern besonders, als dieser Masterstudiengang sich als ein Fachstudiengang DAF-DAZ studieren lässt. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Möglichkeit hier mit implementieren konnten. Des Weiteren, und da stoße ich die Tür auf in Richtung unseres literaturwissenschaftlichen Masterstudiengangs, ist es so, dass wir im dritten Fachsemester ein sogenanntes Mobilitätsfenster fest verankert haben, in dem Sie einen Forschungs- bzw. einen Praxisaufenthalt im In- und Ausland hier im Euros wahrnehmen können, und so Ihre Fertigkeiten und Ihre Fähigkeiten auch im berufspraktischen oder forschungspraktischen Umfeld erproben können. Wie den Bachelor stellen wir auch den Master Europäische Sprachen im Studieninformationssystem SINS vor. Und vielleicht nochmal, um zu illustrieren, wie diese Schwerpunktsetzung, die fächerspezifische Schwerpunktsetzung aussieht, gebe ich Ihnen diese Übersicht. Sie wählen zunächst erstmal den Track Sprachtheorie oder Sprachenvielfalt, je nach Ihrer Vorliebe. Und dann aus den thematischen Veranstaltungen wählen Sie entweder die aus, die Sie besonders interessiert. Sie können ja also die ganze Breite des Fächerangebots studieren, oder Sie spezialisieren sich auf ein Fach und studieren die Veranstaltung vor allen Dingen in diesem Fach, und dann wird Ihnen dieses adäquat auf dem Zeugnis als Schwerpunkt ausgewiesen. Wir finden das eine sehr attraktive Möglichkeit, um Ihnen als Studierenden die maximale Flexibilität zu gewähren, um ein Studium für Sie so zu bauen,
wie es ihren Bedürfnissen und Wünschen entspricht. Gleiches gilt für unseren literaturwissenschaftlichen Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel. Auch hier ist eine fächerspezifische Schwerpunktsetzung möglich. Alle an der Fakultät Beteiligten in der, oder alle an der Fakultät beheimateten Institute tragen zu diesem Studiengang bei. Es gibt eine übergreifende Veranstaltung, das sehen Sie hier in dem Flick-Aufbau. Das ist ein Modul, mit dem man die gemeinsamen literaturwissenschaftlichen Studierenden zusammenbringen, sodass sie auch gemeinsam studieren. Daneben sehen Sie im dritten Fachsemester das Mobilitätsfenster. Idealerweise ist das ein Forschungsaufenthalt im Ausland, bei dem wir Sie auch in der Organisation unterstützen. Und alle Informationen zu diesem Studiengang finden Sie ebenfalls im Studieninformationssystem. Neu hinzugekommen für Sie als Option nach diesem Aufbau ist tatsächlich im Vergleich zu dem vorhergehenden Masterstudiengang, dass Sie auch hier, wie schon gesagt, einen fächerspezifischen Schwerpunkt wählen können, der Ihnen auf dem Zeugnis ausgewiesen wird. Ich habe das hier am Abschluss tatsächlich dann entsprechend auch für Sie markiert. Auch sehr attraktiv und durch die Parallelität zum EUROS sind auch gemeinsame Lehrveranstaltungen mit den Sprachwissenschaften möglich. Neu hinzugekommen, ebenfalls neben mit dem der Trackstruktur von EUROS und dem Masterstudiengang Liqua ist der Bereichsmasterstudiengang Digital Humanities, der gemeinsam von allen Fakultäten des Bereichs GSW bespielt wird. Wir orientieren uns hier am Kerncurriculum Digital Humanities und es gibt eine breite Grundlagenausbildung mit informatischen Anteilen. Und anschließend können Sie sich in den Wahlpflichtbereichen Gesellschaft und Geschichte, Kunst und Bild, Schule und Bildung, Sprache und Literatur weiterbilden und Ihre Fähigkeiten weiter ausbauen. Wir haben eine sehr starke Praxisorientierung und vernachlässigen dabei aber auch die Forschungsorientierung nicht und beziehen vor allen Dingen PartnerInnen der Dresden Konzept Allianz mit ein. Das sind vor allen Dingen die SLUB Dresden und die großen Museen der Stadt Dresden, also die staatlichen Kunstsammlungen beispielsweise. Informationen wiederum im Studieninformationssystem. Wenn Sie sich aber jetzt auf den Bachelor immatrikulieren, sind diese Optionen der drei Masterstudiengänge für Sie zunächst erst einmal noch sekundär. Nichtsdestotrotz würde ich mich sehr freuen, wenn Sie sich schon bereits jetzt in dem Umfeld, das die Fakultät SLK Ihnen anbietet, informieren, sodass Sie sich möglicherweise auch schon frühzeitig für einen solchen Masterstudiengang entscheiden. Wenn Sie zum Masterstudium nach Dresden gekommen sind, herzlich willkommen. Dann freue ich mich, wenn ich Sie bei Ihrem Studium hier als Studiendekan unterstützen kann. Wozu das Ganze? Die Frage wird Ihnen sicherlich häufiger gestellt, warum sollte man ein geisteswissenschaftliches oder ein sprach- und literaturwissenschaftliches Studium aufnehmen? Ja, zunächst aus Interesse. Das ist das, was Sie als wesentliches Element antreiben sollte. Und wir möchten Ihnen dabei helfen, während dieser Zeit Ihres Studiums sich selber zu entfalten und sich selber zu entwickeln. Das ist Sinn und Zweck eines akademischen Studiums. Und wir freuen uns sehr, dass wir für Sie eine Umgebung schaffen können, in der Sie diese Entfaltungsmöglichkeiten haben. Und diese sollten Sie für Ihr persönliches Leben auch aktiv nutzen und gestalten. Wenn Sie ein Studium hier an der TU Dresden oder speziell an der Fakultät SLK abgeschlossen haben, dann haben Sie natürlich Sprachliteratur und kulturhistorisches Überblickswissen und regionalspezifisches Detailwissen, je nachdem, in welchem Bereich Sie sich engagieren und in welchem Fach Sie studieren. Sie haben fremdsprachliche sowie interkulturelle Kompetenzen erwerben können, Medienkompetenz, Analysekompetenz und Teamfähigkeit. Das sind drei zentrale Aspekte, die wir versuchen, in Lehre und Forschung zu schulen.
und sie ihnen Möglichkeiten zu bieten, sich darin einzuüben. Sie können komplexe Zusammenhänge arbeiten und dies auch eigenständig tun. Und sie haben natürlich Kommunikations- und Präsentationskompetenzen. Das vielleicht erstmal zu den Kompetenzen und wo geht die Reise hin? Das wesentliche Ziel Ihres Studiums ist die individuelle Profilierung. Das heißt, Ihre persönliche Entfaltung innerhalb der 3 Jahre des Bachelors oder der 5 Jahre mit Bachelor- und Masterstudiengang, sodass Sie diese Zeit nutzen, um mögliche Berufsfelder für sich zu entdecken. Gern genannt sind immer Journalismus, Verlagswesen und Personalwesen sowie Unternehmenskommunikation. Ich muss Ihnen sicherlich nicht sagen, dass diese Bereiche in den nächsten Jahren massiven Veränderungen unterworfen sein werden, sodass Sie hier ein sehr dynamisches Arbeitsumfeld erwartet und auf das es sich lohnt zu blicken, wenn man die entsprechenden Fähigkeiten und Kompetenzen in seinem Studium aufbaut. Gleiches gilt für die Politikberatung freilich, womit dann schon eine bestimmte Wahl auch eines zweiten Fachs in der Philosophischen Fakultät begründet sein kann. Kultur- und Eventmanagement, Public Relations als ein zentraler Bereich, Kreativwirtschaft und Marketing, auch das sind Bereiche, in die Studierende von uns gern gehen und ihre Fähigkeiten hier zum Einsatz bringen. Daneben natürlich Wissenschaftsmanagement, Erwachsenenbildung, der Bildungssektor generell und das Bibliothekswesen. Das Bibliothekswesen klingt vielleicht ein wenig angestaubt hier in diesem Punkt, aber das ist es nicht. Die Bibliotheken wandeln sich als Wissensspeicher in den letzten Jahren massiv und werden als Institution die Wissenschaftsgesellschaft des 21. Jahrhunderts ganz maßgeblich prägen und mit verändern. Das sehen wir insbesondere hier am Standort Dresden mit der SLUB Dresden und Sie dürfen hier in den nächsten Jahren tatsächlich wirklich interessante Berufsfelder für sich erwarten. Doch das soll es erstmal gewesen sein mit dem Blick auf die Uhr. Ich musste mich beeilen. Ich freue mich zunächst erstmal darüber, dass Sie prinzipiell sich hier auf dem Hochschulinformationstag für ein Studium an der oder über ein mögliches Studium an der TU Dresden informieren und möchte Sie dazu einladen, dass Sie die Fragen, die Sie an das Studium oder an das Studium an dieser Universität stellen, direkt an die Ansprechpartnerinnen adressieren, die für Sie zur Information auf diesem Uni-Live-Tag zur Verfügung stehen. Sie können Ihnen die Fächerkombination, in denen Sie studieren können, genau darlegen. Sie können Ihnen auch die Studienstruktur noch einmal näher erläutern und auch zentrale Fragen des Lebens in der Universitätsstadt Dresden beantworten helfen. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein von mir. Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte jederzeit. Noch einmal zur Erinnerung, die Präsentation ist unter diesem Video verlinkt und gleichzeitig auch bei Zenodo verfügbar. Ich freue mich, wenn wir uns in Dresden kennenlernen sollten. Wir werden uns dann an der einen oder anderen Stelle sehen. Und bis dahin bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch. Ciao.